Wenn ihr bei unserem Podcast der Cayman Islands über blaue Leguane erfahren möchtet, warum man in 20 Minuten auf seiner komplett eigenen Insel sein kann und warum die Gastfreundschaft auf den Cayman so groß geschrieben wird, dass ihr fast euren Flug verpassen werdet, dann bleibt unbedingt dran. Ich habe heute die Cayman Islands bei mir und zwar in Form von der Silke und ich freue mich, dass du bei uns bist, denn ich bin schon mega gespannt. Ich war nämlich noch nie auf den Caymans und bin ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Wie lange hast du denn diese karibische Erfahrung schon? Ja, also ich freue mich auch hier zu sein und dich vielleicht ein bisschen von den Cayman Islands begeistern zu können und euch. Ich habe mich 2007 in die Karibik verliebt, als ich das erste Mal für eine andere Agentur war. Für die habe ich 10 Jahre lang eine Inselgruppe in der östlichen Karibik vertreten. Genau, und dadurch, also durch meine Dienstreisen, aber auch viele private Reisen, dann natürlich da drumherum viel kennengelernt von den kleinen Antillen, hauptsächlich in der östlichen Karibik. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich total, dass wir bei der Agentur, bei der ich jetzt arbeite, seit einiger Zeit die Cayman Islands vertreten dürfen. Genau. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wo die Cayman Islands liegen. Ja. Also wo kann man sich das geografisch vorstellen und wie kommt man am besten hin? Genau, also die Cayman Islands liegen in der westlichen Karibik. Die liegen 240 Kilometer südlich von Kuba und 270 Kilometer nordwestlich von Jamaika. Die sind auch nur eine gute Stunde Flugzeit von Miami entfernt. Und die Cayman Islands gehören zu den großen Antillen. Auch wenn die, die Landfläche sehr, sehr klein ist. Also wir haben 240 Quadratkilometer. Das ist ungefähr so viel wie der linksrheinische Stadtteil von Köln. Also wer Köln kennt, weiß, dass das relativ überschaubar ist. Genau, und die Cayman Islands sind schon auch besonders schön. Ganz anders als viele andere der großen und kleinen Antillen, die sind ja oft vulkanischen Ursprungs oder eine Koralleninsel. Und die Cayman Islands sind quasi das Gipfelplateau eines unterseeischen Kalksandsteingebirges, was teilweise bis 7000 Meter in die Tiefe geht und sich bis hin nach Kuba erstreckt, dem sogenannten Cayman Ridge. Genau. Hier kann man ordentlich was lernen, würde ich sagen. Also kann man ein bisschen was lernen, aber frag mich jetzt bitte keine Details. So ganz detailliert zu diesen geologischen, geografischen Besonderheiten kann ich dir auch nichts sagen. Genau, die Cayman Islands bestehen aus 3 Inseln, sind alle sehr unterschiedlich. Wir haben die Hauptinsel Grand Cayman, das ist so ein bisschen die aktivere Insel. Wir haben Little Cayman, die kleinste Insel der 3 Inseln, sehr romantisch. Und wir haben Cayman Brick, die nochmal ganz anders ist als die anderen beiden. Also viel rauer, viel ursprünglicher. Auf jeden Fall was für Naturfans. Genau. Wie komme ich denn am besten auf die Cayman Islands? Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aus Deutschland raus fliegst du am besten nach London Heathrow und dort über den Terminal 5 dann auch direkt auf. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass der Terminal 5 ist ein neuer Terminal, genau, in London und ist schön immer mit den Umsteigeverbindungen. Oft kommt man direkt dort an und fliegt direkt dort weiter. Das heißt, man hat keine Terminalwechsel. Deshalb betonen wir Touristiker immer gerne über Terminal 5 in London. Genau, man muss da also nicht den Flughafen wechseln, nicht großartig den Terminal wechseln. Das ist ganz gut. Und dann fliegst du von London über Nassau auf den Bahamas nach Grand Cayman zum Owen Roberts International Airport. Die reine Flugzeit ab London beträgt 11 Stunden. Man bleibt aber zusätzlich noch eine Stunde in Nassau an Bord. Da wird der Flieger gereinigt, die Passagiere steigen zum Teil aus und dann geht es halt nochmal weiter. Genau, und da gibt es mehrere Flugverbindungen. Aus Deutschland raus kannst du morgens nach London fliegen. Die gehen natürlich unterschiedlich morgens, manchmal mittags. Wer es ein bisschen entspannter möchte, fliegt dann am besten am Abend vorher schon nach Heathrow und übernachtet am Flughafen. Und kommt man auch anders auf die Cayman Islands? Also beispielsweise, ich bin ja jetzt hier so als USA-Spezialist, immer haben wir das natürlich öfter als Anfrage, ob das auch mit den USA zu verbinden ist. Auf jeden Fall, genau. Also natürlich bieten die Cayman Islands so viel, dass du einen reinen Cayman-Urlaub verbringen kannst.
Aber du kommst auch über die USA. Also es gibt sehr gute Fluganbindungen mit Cayman Airways, der inseleigenen Airline oder auch mit American Airlines. Miami, New York, alles was so an der Ostküste auch, sind wir da im Osten? Ja, richtig. Muss man sich manchmal orientieren, genau. Alles was so an der Ostküste ist, genau. Und das wird auch tatsächlich gerne kombiniert. Also erstmal Power Shopping in New York und dann nochmal ein bisschen erholen unten auf den Cayman Islands oder auch Miami und dann nochmal runter. Also ist auch eine ganz schöne Kombination. Werden wir jetzt auch ein Programm aufnehmen, glaube ich. Ne? Genau. Gerade wir machen ja auch immer diese Kombination New York und Florida, New York und Bahamas und New York und Caymans. Kann ich mir auch als eine gute neue Kombination vorstellen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz schön. Da stehen wir ja auch schon eng mit der Julia in Kontakt und haben uns ganz schöne Hotels und ganz schönes Programm auch in Zusammenarbeit überlegt. Ich finde jetzt mal super spannend zum Einstieg zu wissen, da ich ja noch nie auf den Caymans war, aber mit so ein bisschen die Karibik an sich kenne. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die Caymans von anderen Inseln in der Karibik? Also die Cayman Islands sind eine sehr entwickelte touristische Destination. Also vor allem, man muss ein bisschen unterscheiden. Also Grand Cayman im Westen ist sehr modern, mit einer sehr guten Infrastruktur, mit größeren Hotels, also sehr entwickelt, genau. Während man zum Beispiel dann je weiter man in den Osten kommt auf Grand Cayman, desto ursprünglicher, desto natürlicher wird es wieder. Und die Cayman Islands sind eine fantastische Tauchdestination. Also jeder, der tauchen möchte, aber auch jeder, der schnorcheln möchte, ist natürlich da richtig aufgehoben. Ende der 50er Jahre waren die Cayman Islands eine der ersten karibischen Tauchdestinationen und sind auch sicher eine der weltweit besten Tauchdestinationen. Also da ist man auf jeden Fall richtig. Und die Cayman Islands sind so der kulinarische Hotspot der Karibik. Was heißt das genau? Ja, das hat mich so ein bisschen am meisten überrascht eigentlich. Also von den rund 67.000 Einwohner, die wir auf den Cayman Islands haben, sind die Hälfte der Bewohner hinzugezogene oder Expats halt. Und wir haben über 100 Nationen auf den Cayman Islands und das merkt man halt extrem auch in der Küche. Also die ist sehr kreativ, die hat da diese ganzen verschiedenen internationalen Einflüsse. Und das heißt, ich finde auch auf den Cayman Islands wirklich viele Restaurants? Sehr viele, ja. Also genau, als Culinary Capital of the Caribbean haben wir über 200 Restaurants. Also vom ganz einfachen Restaurant, also vom Fish Fry, einer Bretterbude quasi, irgendwo mehr oder weniger im Osten, wo du so täglich den fangfrischen Fisch bekommst, oder anderen lokalen Restaurants wie Vivian's Kitchen, wo es dann so Klassiker gibt wie, Rice and Peas mit Kochbananen und einfach mal so Hühnchen und halt auch fangfrischen Fisch bis hin zu diesen ganzen modernen und Restaurants mehr im Westen dann der Insel oder auch diesen Hotelrestaurants, die zum Teil extrem gut sind. Ja, hast du wirklich eine ganz, ganz große Auswahl dort. Gibt es was typisch für die Cayman Islands steht? Also ein Gericht, ich meine, du sagst, das ist sehr stark international beeinflusst, aber gibt es auch was Traditionelles, was ich auf den Cayman Islands finde? Also so ganz traditionell ist es nicht, weil du es auf vielen anderen Inseln, karibischen Inseln auch findest. Also Kalaloo, das ist ja so ein spinatähnliches Gemüse, das ist ganz, ganz typisch für die Cayman Islands. Es gibt den Cayman Lobster. Der ist dann einfach mit so einer Chili-Soße gewürzt. Also das ist so ein bisschen anders halt gewürzt als auf anderen karibischen Inseln. Conch Fritters natürlich. Also, aber ansonsten, also jetzt nichts ganz Spezielles, so auf der Speisekarte. Wir kommen nachher nochmal zum Thema auch der Hotels und dann können wir auch nochmal ein bisschen auf die Kulinarik eingehen. Was ist denn die beste Reisezeit für die Caymans? Die beste Reisezeit, also grundsätzlich kann man natürlich ganzjährig hinfliegen, weil wir ja durchs Jahr hindurch Lufttemperaturen von 28 Grad aufwärts haben, Wassertemperaturen so im Durchschnitt von 27 Grad. Die Hauptsaison ist Anfang Dezember bis Ende April, das sind die trockenen Monate.
Ich bin persönlich ein großer Freund von der Randsaison, weil es in der Hauptsaison natürlich auch sehr, sehr voll ist. Und ich fliege immer gerne auch schon Anfang November in die Karibik. Bis in den Juni rein, finde ich, kann man sehr gut auch auf die Cayman Islands reisen. Und Taucher nutzen wirklich auch gerne noch den Sommer, also Juli, August, weil vom Regen und auch vom Wind kriegst du natürlich unter Wasser nicht so viel mit. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt über die Reisezeit sprechen, muss man natürlich auch nochmal sagen, es gibt natürlich auch Hurricane-Zeit sozusagen. Wie ist die? Ist die ähnlich? Kann man das? Ist das in der normalen karibischen Zeit angepasst sozusagen? Also diese typischen September, Oktober, November Monate, die man dann vielleicht, wenn man davor Angst haben sollte, meiden sollte? Ja, also ganz offiziell ist die Hurricane-Zeit 1. Juli bis Ende Oktober. Kann man natürlich nicht immer genau sagen. Ja, also ich finde, was oft weniger gebucht ist, ist so der also deutlich weniger gebucht ist, ist der August und der September. Also das sind so die Monate, die man klassischerweise dann vermeidet. Aber es ist wie überall in der Karibik, genau. Stelle ich mir die Cayman Islands eigentlich dann, sage ich mal, was Sandstrände, was Meer angeht, auch so typisch karibisch vor? Auf jeden Fall. Also zumindest zwei von den drei Inseln. Also wir haben ja einmal diesen wunderschönen langen Sandstrand, den Seven Mile Beach, der eigentlich nur 5,5 Meilen lang ist. Der streckt sich halbmondförmig von Georgetown aus, im Westen der Insel. Das ist also ein ganz, ganz toller Strand. Aber du hast auch überall wieder so kleinere Buchten, die nicht so stark besucht sind. Auch sehr, sehr feinsandiger Strand. Also du hast nicht diesen groben oder diesen dunklen Sand, sondern wirklich ganz feinkörnigen, hellen Sandstrand. Also so richtig typisch karibische Traum. Und türkisblaues Wasser in verschiedenen Blautönen, genau. Und man wird auch nie müde, sich da einfach nur an den Strand zu setzen und so aufs Wasser rauszustarren, genau. Vielleicht gucken wir uns mal die einzelnen Inseln an. Also du hast ja gesprochen von insgesamt drei Inseln, die es auf den Caymans gibt. Genau. Fangen wir vielleicht mal mit einer Hauptinsel an. Du hast gesagt, Grand Cayman Island ist sozusagen die Hauptinsel. Ja. Vielleicht sagst du dazu ein bisschen was. Genau, also man kommt in der Regel auf Grand Cayman an. Der touristische Hauptteil, der befindet sich im Westen der Insel. Also vom Flughafen bis zum Seven Mile Beach sind es so 15 Minuten mit dem Auto. Und am Seven Mile Beach befinden sich die meisten der großen Hotels. Genau, es gibt aber auch so kleinere Unterkünfte, nochmal dann in der West Bay gelegen, aber auch im Osten der Insel. Aber der Hauptteil ist tatsächlich um diesen Seven Mile Beach und Georgetown herum. Genau, und du hast auf Grand Cayman ganz viele Möglichkeiten, was zu machen. Also nicht einfach nur das türkisblaue Wasser und den Strand zu genießen, sondern wirklich auch auf dem Wasser, unter Wasser was zu machen. Also alle Arten an Wassersport. Du kannst Segelausflüge machen, da kann ich gleich gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Gerne. Das ist natürlich auch ein Highlight, was man da machen kann. Es gibt aber tatsächlich auch sehr, sehr viel Natur auf Grand Cayman, wie zum Beispiel den Botanic Park, den Queen Elizabeth Botanic Park. Genau, der von der Queen offiziell auch eröffnet wurde und der, finde ich, ist einer der schönsten Botanic Parks, den ich auch bisher gesehen habe in der Karibik. Der ist recht groß, in unterschiedliche Farbgärten aufgeteilt. Es gibt so einen Heritage Garden, wo du siehst, wie die Leute früher auf der Insel gewohnt haben. Und was es da auch gibt, ist zum Beispiel der Blue Iguana Conservation, also die Aufzuchtstation der blauen Leguane. Ja, ich habe euch ja hier mal so mitgebracht hier. Ja, für die Zuhörer sagen wir, das ist ein Kuscheltier mitgebracht von den Cayman Islands, tatsächlich ein blauer Iguana. Er ist nicht ganz natürlich nachgebildet. Die sehen dann doch stark anders aus. Also die werden ja bis 1,20 Meter groß, lang und auch 10 Kilo schwer. Und die gibt es tatsächlich nur auf Grand Cayman. Je nach Sonneneinstrahlung erscheinen die auch so wie das Wasser in unterschiedlichen Blau- und Türkistönen. Wow. Und es gab mal über 10.000 von denen auf den Inseln. Und ich glaube 2001 war das nur noch so um die 30. Und dann hat sich dieses Blue Iguana Recovery Programm zum Ziel gesetzt, die freilebenden Iguanas halt wieder auf eine Mindeststückzahl von 1.000
heranzuzüchten. Und das ist ihnen auf jeden Fall jetzt schon gelungen. Genau, und die leben halt in diesem Botanic Park oder auch... Das heißt, die kann man da auch gut sehen tatsächlich. Genau, da gibt es eine spezielle Iguana-Safari, wo du dann da genaueres zu diesem Aufzuchtsprogramm erzählt bekommst und du kannst sie dann auch tatsächlich sehen und ganz nah an sie rangehen. Genau. Cool, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Genau. Gucken wir uns nochmal, vielleicht sagst du nochmal, für was stehen die anderen beiden Inseln? Genau, also Cayman Brac ist ganz anders, wie gesagt, als die anderen beiden Inseln. Die ist sehr viel rauer, sehr viel karger, hat viele Höhlen und die hat den Cayman Ridge und der endet in so einer Klippe. Das ist dann auch die höchste Erhebung der Insel, die ist 43 Meter hoch, alles andere ist niedriger auf den Inseln. Genau, und da hast du halt sehr viele Naturführungen, du hast dort den Cayman Brac Papagei, der dort in einem sehr großen, ganz alten Trockenwald lebt, mit ganz vielen anderen Vogelarten zusammen. Genau, ja. Also das die, ist so ein die bisschen, raue Insel kann das man ist grob so ein bisschen was. Ja, genau. Es ist aber die raue Insel für Hotels. Naturliebe. Aber es gibt auch Hotels da, genau. Aber da bist du halt eher gut aufgehoben, wenn du mal ein bisschen so kleine Hiking-Touren machen möchtest oder wirklich Vogelbeobachtung machen möchtest. Wenn ich die Caymans bereise, bereise ich die dann eigentlich so als Island-Hopping, also sprich alle drei zusammen oder zwei in Kombination oder reise ich eigentlich eher auf eine von den drei Inseln? Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von der Zeit ab, die du so mitbringst, aber am liebsten natürlich als Inselkombination, genau. Also ich würde auf jeden Fall zwei Inseln miteinander kombinieren, also mindestens Grand Cayman und Little Cayman, genau. Ja, Little Cayman ist genau die romantischste der Inseln. Also da leben weniger als 200 Personen auf der Insel und da bist du wirklich so angekommen in dieser ganz ursprünglichen Karibik noch. Also was für Ruhesuchende, für Honeymooner, für Pärchen, die ihre Ruhe wollen. Da würdest du in idealer Weise dann nochmal so 4-5 Nächte verbringen auf jeden Fall. Und auch da hast du wieder ganz viel Natur. Zum Beispiel den Booby Pond, das Booby Pond Nature Reserve, wo die größte Kolonie der Rotfußtölpel wohnt in der westlichen Hemisphäre. Was sind denn Rotfußtölpel? Ja, das sind so ganz kleine Vögelchen. Die haben rote Füße auf jeden Fall. Ja, so, ne? Genau. Ja. Und da wohnen auf jeden Fall über 20.000 Stück von denen um diesen Pond herum. Und du hast da auch ein Highlight für Taucher, nämlich die Bloody Bay Wall, also den Bloody Bay Marine Park, wo du halt ein ganz tolles Riff hast und auch sehr schön Steilwandtauchen machen kannst. Wow. Also für Anfänger super geeignet, aber auch geht es natürlich weit runter dann für erfahrene Taucher. Also es ist immer so ein Highlight für die auf jeden Fall dann auch da hinzufahren. Genau. Also auf jeden Fall würde ich eine Kombination vorschlagen, weil sonst siehst du halt nur diese eine Seite der Cayman Islands. Jetzt habe ich mir gemerkt, du hast gesagt, wir müssen unbedingt über das Segeln sprechen. Also kommen wir doch mal zu den Aktivitäten. Ja. Was für Aktivitäten kann ich auf den Caymans machen? Außer Segeln, aber auch gerne über das Segeln. Also vor allem natürlich das Tauchen. Die Inseln sind ja komplett von Riff umgeben, was auch noch durchaus sehr gut intakt ist. Es haben sich einige Schiffe dort erhangen, also kannst auch hervorragend Wracktauchen machen. Wir haben 365 Tauchspots um die Inseln herum. Für jeden Tag einen. Ja, für jeden Tag einen, wenn du so lange dir Zeit nehmen kannst, genau. Und halt auch diese Steilwandtauchmöglichkeiten, also das ist schon ganz, ganz schön. Und da sind die Inseln natürlich total drauf eingestellt. Also mit alleine auf Grand Cayman haben wir, glaube ich, 30 lokale Tauchanbieter, die da Ausflüge machen. Du kannst aber zum Beispiel auch, ich weiß nicht, tauchst du? Ich tauche nicht, nee. Aber du könntest das erlernen. Schnorcheln habe ich. Ich bewege mich auch eher ich kriege schon fast Lust, das zu machen, weil das klingt so spektakulär. Ja, du kannst es da erlernen. Dann bringst du eine Woche Urlaub mit und würdest dann sogar vormittags da in den Pool gehen und nachmittags auch direkt ins Meer raus. Also innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen kannst du wirklich, bist du ein zertifizierter Taucher. Okay, ja, cool. Genau. Also das ist natürlich ein großes Thema bei uns.
ich selber bin ein Segelfan, ein guter Mitsegler. Genau, und das ist eigentlich auch so mein Highlight. Das ist zwar sehr touristisch, aber ich würde auf jeden Fall einen Segelausflug machen zu Stingray City. Das ist eine Sandbank im Norden von Grand Cayman und da haben die Fischer immer so ihre Netze ausgewaschen, ihre Fischreste gelassen, sodass sich da immer mehr Stachelrochen versammelt haben. Und das wird halt als Ausflug angeboten, dass du heute mit den zahmen Stachelrochen dort schwimmen kannst. Genau. Sehr cool. Du kannst sie auch küssen, wenn du möchtest. Dann hättest du 7 Jahre. Sie sind aber nicht garantiert. Ich habe das nicht gemacht. Und hattest du viel Pech? Bis dato noch nicht, nee. Aber wie fühlen die sich an? Die sind eigentlich relativ rau. Also ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so ganz bewusst gestreichelt. Aber die sind ja auch so 1,5 Meter lang. Und wenn die dann um dich herumschwimmen, ist das schon sehr... sehr imposant. Und das, was ich so gefühlt habe, ist so eher rau, also nicht irgendwie glitschig. Und sind, aber glitschig, gefährlich sind die nicht? Ah, ich habe es jetzt noch nicht erlebt da. Sie sind ja an die Menschen gewöhnt, ne? Ja. Und werden dann auch so ein bisschen noch angefüttert von den Guides, die mit dabei sind. Mhm. Und das ist halt ein ganz, ganz beliebtes Stingray Ausflug. City. Stingray City, absolutes Highlight. Natürlich auch beliebt bei Kreuzfahrtgästen. Das heißt, man kann das ja dann auch vor Ort buchen und sollte dann schon so ein bisschen auch den Cruise-Schedule mal ein bisschen im Auge behalten, wenn weniger Kreuzfahrtschiffe oder wenn gar kein Kreuzfahrtschiff drin ist, weil es dann einfach ruhiger ist. Sonst ist das schon gut besucht an der Stelle. Also das sind so. Was haben wir für andere Aktivitäten, die man auf den Caymans machen kann? Außer Tauchen und Segeln. Tauchen und Segeln. Du kannst Kajak fahren zum Beispiel. Es gibt eine ganz besondere Bucht, die Bioluminescence Bay im Norden von Grand Cayman, wo du in den Vollmondnächten oder den daran angrenzenden Nächten das Phänomen der Biolumineszenz erleben kannst. Jetzt bin ich aber gespannt, das weiß ich nicht auch aus dem Kopf. Ich fürchte das, ja. Hoffe, dass ich das so einigermaßen erklären kann. Das ist eigentlich relativ einfach. Also es sind, wenn kleine Organismen im Wasser, wie Plankton zum Beispiel, durch Berührung, also wenn du mit der Hand dann aus deinem Kajak oder mit deinem Paddel das Wasser berührst, dann erleuchten die diese kleinen Elemente. Genau, das heißt, du bist im Prinzip in dieser dunklen, also es findet nachts auch statt, in diesem dunklen Gewässer unterwegs, in dieser Bucht. Drumherum stehen so ein paar hübsche Häuser, du hast auch was, ein paar hübsche Villen, auch ein bisschen was zum Gucken. Genau, und durch diese Bewegung fängt das Wasser halt an zu leuchten. Dann entsprechend in so auch wieder so blau, grünen Tönen und das ist halt einfach ja ganz schön. Wie cool. Ja, also das ist zum Beispiel was man auch nicht überall habe ich so hat. Definitiv auch noch genau. Nicht gehört. Nee. Ja. Cool. Ja, was kann man noch machen? Natürlich schnorcheln. Also am besten schnappt man sich auch einen Mietwagen. Stimmt, die Frage haben wir zu Anfang gar nicht geklärt. Wie bereise ich es eigentlich am besten? Also so, nehme ich mir einen Mietwagen oder ja. wie funktioniert das Reisen auf den Caymans? Ja, also die Cayman Islands sind ja schon eine Destination für Individualreisende. Das heißt, ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, einen Mietwagen zu nehmen, zumindest für ein paar Tage, wenn nicht sogar für die gesamte Aufenthaltsdauer. Die haben eine sehr gute Infrastruktur da, also eine Straße, die sich einmal um die Insel herumzieht. Man fährt zwar auf der linken Seite, weil wir sind ja ein britisches Überseegebiet, aber man kann sich also auch nicht wirklich verfahren. Genau, also mit dem Mietwagen am besten und dann packe ich mir das Schnorchel-Equipment ein und halte hier und da mal an den einsamen Buchten an und gehe ein bisschen schnorcheln. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es gibt Tropfsteinhöhlen bei uns auf Grand Cayman. Mhm. Gut, sind wir hier in Deutschland ein bisschen verwöhnt mit der Atta-Höhle oder mit anderen Höhlen. Aber das sind trotzdem in so einem alten tropischen Trockenwald im Norden von Grand Cayman gelegene Höhlen, ja, die auch sehr, sehr schön zu besuchen sind. Und du hast da auch mit dem Mastic Trail so einen kleinen Wanderweg, also wandern kann man das fast gar nicht nennen, aber man kann so sehr schön durch die Natur da laufen. Ich glaube, es sind 3,5 Meilen One Way und genau, also du kannst dich so ein bisschen dort bewegen. Du kannst ja auch ein Fahrrad ausleihen. Ach, das ist, finde ich ganz charmant, weil das
Die Inseln sind ja sehr flach. Ich bin mehr so der Holland-Radfahrer, also Berge, wenn ich ankomme, Fahrrad. Ja. Genau, und da gibt es diesen West Bay Loop. Der ist, geht am Seven Mile Beach los und führt dann halt durch diese gesamte West Bay, also durch den Westen der Insel. Der ist so knapp 10 Meilen lang und dann kannst du einfach so ein bisschen mit dem Fahrrad dort rumfahren. Wie komme ich denn eigentlich dann zwischen den Inseln? Also wie reise ich da? Reise ich mit einer Fähre oder ist es per Flugzeug? Wie bewege ich mich zwischen den Inseln? Von Grand Cayman nach Little Cayman oder nach Cayman Brac gibt es tatsächlich nur ein Flugzeug. Das ist dann so eine 12-Personen-Propellermaschine. Und du fliegst bis Little Cayman 40 Minuten, bis Cayman Brac ungefähr 30 Minuten. Zwischen den beiden kleineren Inseln gibt es eine Fähre. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also genau, aber du bewegst dich mit dem Flieger. Mhm. Genau. Mhm. Wille, wir wollen ja in diesem Podcast, sprechen wir ja immer über einen perfekten Tag und in diesem Fall deinen perfekten Tag auf den Caymans. Deshalb würde mich mal mega interessieren, was dein perfekter Tag auf den Caymans so oder deinen perfekten Tag ausmachen würde. Also sprich, wo frühstückst du, wo gehst du Mittagessen, wo isst du Abend und was machst du dazwischen? Und mal uns mal und unseren Zuhörern so ein schönes Bild der Cayman Islands. Oder habe ich mehrere perfekte Tage? Nehmen wir auch. Ja, also ein perfekter Tag, der ist zum Beispiel auf Little Cayman. Da würde ich einfach im Southern Cross Club vielleicht wohnen und dort morgens auch frühstücken, mich dann wirklich nur bis an den Strand rollen, in die Hängematte rein und einfach mal so ein bisschen vor mich hin genießen, so aufs Blaue herausgucken. Was ist der Southern Southern Cross Club? Das ist ein ganz kleines, ein Zungenbrecher. Genau, ein kleines Boutique-Hotel, so auch mit so karibisch bunten Farben, so Türkis, Rosa, Gelb, also so wie man sich das vorstellt, ja. Und dann hast du da am South Hole Sound so einen ganz feinen Sandstrand, Palmen am Strand stehen, die Hängematten dazwischen oder auch die Strandliegen. Genau, und da einfach so ein bisschen den Tag genießen. Dann würde ich da an die Honesty, die haben so eine Honesty Bar, wo du einfach dann einträgst, was du genommen hast und dich tagsüber bedienst. Abends gibt es dann Service, aber ansonsten schnappst du dir einfach deinen Cocktail oder dein Erfrischungsgetränk und gehst noch ein bisschen schnorcheln. Dann würde ich mir dort auf jeden Fall ein Kajak nehmen. Die kann man sich da kostenfrei ausleihen. Auch wieder Schnorchel-Equipment, ein bisschen was zu picknicken einpacken und dann einfach mal nach Owen Island rüber paddeln. Das ist tatsächlich noch, habe ich dir eben unterschlagen, das ist noch die vierte Insel, die ist unbewohnt. So kommt's raus. Ja, die ist unbewohnt, die liegt nur 300 Meter südlich vor Little Cayman und da kann es dir also auch passieren, dass du wirklich ganz alleine auf der Insel bist. Da gibt es so eine kleine Lagune, da kannst du ein bisschen am Strand liegen, ein bisschen schnorcheln. Und da kannst du einfach so hin, da brauchst genau, du genau, da nimmst du einfach, das ist ja sehr überschaubar mit diesen 300 Metern und kannst da einfach mit dem Kajak rüber paddeln und da, ja, einfach mal eine Exklusivinsel für dich mega haben. Mega cool. Ohne dass man so ein fette, also so sozusagen für seine eigene Privatinsel bezahlen muss, kann man eigentlich seine eigene Privatinsel nur mit ein bisschen Paddeln erreichen. Ja, also das ist so ein perfekter Tag. Wenn ich mich auf... Wir wollen aber noch mal ein bisschen wissen, wo gehst du zum Beispiel Mittagessen? Wo gehst du konkret Abendessen? Ja, da komme ich jetzt noch hin. Also ich würde zum Beispiel... jetzt nur mal das Essen oder noch ein perfekter Tag auf Grand Cayman? Gehört ja zum perfekten Tag dazu, oder? Also ich würde mich erstmal ordentlich bewegen morgens, ganz lang am Seven Mile Beach entlang spazieren gehen, weil man ist ja... Tendenziell, also ich jedenfalls bin immer sehr früh wach, wenn ich dort bin, weil wir haben ja die Zeitverschiebung. Wir haben hier in diesem Podcast schon viele Tipps gehört für ganz früh wach sein. Also in dem Fall Cayman Islands scheint auf jeden Fall der Seven Mile Beach. Ist man auch sehr früh wach, genau. Und dann geht man, also ich würde dann wirklich erstmal so den Seven Mile Beach genießen. Ist dann noch ein bisschen ruhiger, weil die meisten schlafen ja gerne etwas länger. Und danach würde ich mich tatsächlich zu so einem ausgedehnten Frühstück begeben, vielleicht ins Ferdinands, das finde ich total schön. Das ist, gehört zum West Inn Hotel, das ist so eine Möglichkeit. Du hast aber direkt auch ganz viele Frühstücksrestaurants
in zweiter Reihe hinterm 7 Mile Beach gelegen. Da gibt es die West Bay Road und auf der einen Seite ist der Strand mit den Hotels, auf der anderen Seite sind ganz viele alternative Möglichkeiten auch, wo du wirklich so ganz unterschiedliches Frühstück haben kannst. Aber ich persönlich finde es einfach ganz toll, mich so an so einem ausgedehnten Buffet da bedienen zu dürfen, frisches Omelett zu bekommen, Smoothies, Banana, Bread und so. Also das ist für mich immer so ein, ja, das ist eigentlich für mich die schönste Mahlzeit am Tag, weil ich da so nichts vorbereiten muss und einfach mal mich so durchfuttern kann. Ja, und dann würde ich mir den Mietwagen nehmen, den eben schon erwähnten, und mich so ein bisschen treiben lassen. Definitiv halt, wie gesagt, in diesen Botanic Park gehen und mich dann an den Norden der Insel begeben zum Rum Point. Rum Point ist eine Bucht. Hat das was hiermit zu tun auch? Ja, den gibt es da auch. Wir haben hier eine Rumflasche stehen. Ja, oder? Ja. Stimmt, den könnte man auch noch, genau. Die Factory könnte man auch noch besuchen. Aber das gehört für mich eigentlich nicht zum perfekten Tag. Ich würde den eher am Rum Point oben dann so ein Rum trinken oder so ein Mudslide und mich da wieder in die Hängematte begeben. Also Mudslide ist der Cayman Mudslide ist der Cocktail der Inseln. Das ist dann Baileys, Kahlua und Wodka. Obendrauf kommt diese kitschige rote Kirsche und ein bisschen Zimt. Genau. Da würde ich eigentlich so meinen Nachmittag verbringen und klingt da dann entspannt. Ein bisschen schnorcheln. Und da gibt es auch ein total leckeres Restaurant, das Rum Point Club Restaurant. Da war ich so ein bisschen überrascht. Das sah von außen so eher einfach aus, so ein bisschen so bunt karibisch. Habe ich gedacht, oh, wirkt irgendwie sehr touristisch. Ich fand es aber mega lecker. Also ich glaube, da habe ich so mein leckerstes Essen gehabt. Was hast du konkret da gegessen? Was habe ich gegessen? Ich habe Mai Mai gegessen, aber ich bin jetzt auch nicht so der, so das Typ. Also ich bin so ein Teilzeit-Vegetarier. Am liebsten esse ich da so Salate. Ich auch übrigens. Oder, okay. Na, aber ich denke dann immer, es ist fatal, wenn ich in der Karibik bin oder auf den Cayman Islands und dann gar kein Fisch esse. Und Mai Mai finde ich tatsächlich super lecker, weil er einfach ein bisschen fester auch ist. Mhm. Genau. Das ist so, dann hätte Hast du noch einen tollen Spot auch fürs Abendessen, wo du sagen würdest, das ist jetzt tatsächlich so vielleicht mit einem tollen Blick oder auch besonders authentisch oder sowas? Besonders authentisch. Also ich finde sehr, das war besonders authentisch. Muss nicht authentisch sein, vielleicht ist es einfach nur ein total cooler Spot. Das Grand Old House finde ich total schön. Das ist ein altes Plantagenhaus. Das ist so auf Felsen gebaut an so einer kleinen Bucht am Smith Cove. Nicht weit vom 7 Mile Beach entfernt, aber auf der anderen Seite von der Hauptstadt Georgetown, also weiter östlich gelegen. Und das ist, wie gesagt, so auf diesen Felsen ist da so eine große Holzterrasse. Auch noch so mit diesen so klassischen Ratternstühlen, wie man das so aus der Karibik der 70er Jahre so kennt. Also man fühlt sich da so ein bisschen in die Karibik, in ihren anfänglichen touristischen Zügen zurückversetzt, wenn man da so sitzt. Und das ist also total schön, so über diese Bucht dann zu schauen. Und die haben so ein täglich wechselndes Menü auch. Ja, toll. Und da ist es wirklich gehobene Küche, finde ich, in sehr schöner Atmosphäre. Genau. Gibt es irgendein, wir müssen schon fast wieder zum Ende kommen, ist das verrückt? Also, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wenn wir über die Caymans gesprochen haben, müssen wir darüber gesprochen haben? Oder haben wir schon eigentlich alles richtig gut abgedeckt, über was wir jetzt so die letzte halbe Stunde gesprochen haben? Nein, das kann gar nicht sein, dass schon eine halbe Stunde um ist. Ich habe noch so viele Restaurants. Tipps. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal. Wir machen nochmal Teil 2. Wir machen Teil 2 auf den Inseln, genau. Kamana Bay finde ich noch total schön. Kamana Bay ist eine etwas neuere Region, so ein Ausgehviertel im Norden der Insel. Aber du kannst über so eine, nicht im Norden, im Westen, im nördlichen Teil des Westens, also du kannst über so eine Fußgängerbrücke vom 7 Mile Beach aus rübergehen. Da hast du neben Duty-Free-Shopping-Möglichkeiten, wie du es auch in Georgetown hast, ganz tolle Restaurants. Also das Agua zum Beispiel, wo du so Einflüsse hast aus peruanischer, italienischer und karibischer Küche. Sitzt auch super, super schön, einfach so an dieser Bucht da oben. Da gibt es übrigens auch das beste Eis der Insel im Gelato und Co. Also ganz, ganz lecker. Auf jeden Fall für den Nachtisch rüber in die Eisdiele wechseln. Genau.
Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Restaurants. Also wir sagen, also man kann auf jeden da wirklich noch überall. Teil 2 zu. Wir sollten eigentlich so einen eigenen Podcast nur für Restaurants machen, wenn ich überlege, mit wie vielen Destinationen an, wir schon über nur Kulinarik und Restaurants und so weiter gesprochen haben. Ja. Dann ist das wirklich etwas, was definitiv ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, worüber man sprechen sollte. Auf jeden Fall. Kann man noch was zum Thema Kultur sagen auf den Caymans? Also sprich, gibt es Museen oder gibt es besondere Kirchen, Innenstädte, Altstädte, sowas? Also besondere Kirchen sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht so bewusst. Georgetown ist ja die Hauptstadt der Inseln, jetzt aber auch sehr nett, aber jetzt nicht so ganz so pittoresk, wie man das von einem Städtchen erwartet. Also man kann da sehr nett bummeln. Was da tatsächlich sehr schön ist, ist das Cayman Islands National Museum. Das ist das älteste noch stehende öffentliche Gebäude auf den Cayman Islands. Das diente mal als Gefängnis, mal auch als Gerichtsgebäude. Und da ist ganz schön so für den Einstieg eines Urlaubes dort, weil das wirklich so die Entstehungsgeschichte der Inseln beschreibt, aber auch einfach die ganze Geschichte von Kolumbus Entdeckung 1503 bis halt heute, was so die Inseln ausmacht. Du erfährst ganz viel über Cayman Airways, du erfährst ganz viel über diese topografischen Begebenheiten. Also das hat mir so ein Museum, hat mir als Museum am besten eigentlich gefallen. Ne? Pedro St. James gibt es noch. Das ist der Geburtsort der Demokratie in der ehemaligen Hauptstadt in Bordentown. Das ist auch ganz interessant. Da gibt es noch so eine Multivisionsshow dazu und einer der echten Caymanians, also der ganz, ganz viele Generationen schon vor sich da wohnen hatte, der führt dich dann halt durch Pedro St. James. Das ist auch sehr schön. Und was mich überrascht hatte, war, dass die kleinen Cayman Islands tatsächlich auch eine eigene National Gallery haben, so ein modernes weißes Haus mit so einem kleinen Park drumherum, wo du ganz viel moderne kaimanische Kultur Kunstwerke und Skulpturen auch findest. Hast du noch zum Abschluss irgendwie so eine Anekdote für uns aus den Caymans? Anekdote? Ja, da erzähle ich immer gerne die Geschichte von meinem Kollegen, der mal mit einer Gruppe auf Cayman Brac war, eigentlich so, um da die Insel mal wirklich nur so für einen Tag zu erkunden. Und die hatten morgens so eine Dame getroffen, die aus dieser, aus der Silver Thatch Palm, so Kunstwerk machte, und die erzählte, war so begeistert von der Gruppe und erzählte so ganz viel über die Inseln, über das Leben dort. Und du merktest so richtig, wie die so stolz war. Und dann erzählte sie, ach, ihr Mann wäre wohl noch gerade, ne, bei The Bluff, also auf dieser Klippe da, frische Eier sammeln gewesen. Sie würde doch noch gerade für die Gruppe einen Kuchen machen wollen. Ja, die Gruppe hatte natürlich total Zeitdruck, wollte ja noch ganz viel von der Insel sehen, fanden das aber eigentlich auch so herzlich, dass sie dann gesagt haben, wir kommen später nochmal wieder. Und dann sind sie halt nochmal dahin gegangen. Und die Dame hatte dann für die so einen frischen Lemon Cake zubereitet, war auch alles total köstlich, und die kam halt aber aus diesem Schwärmen über die Inseln gar nicht mehr raus, dass die Gruppe also wirklich mit wehenden Fahnen dann nur noch ihren Rückflug bekommen hat. Aber das ist so ein bisschen das, was auch die Inseln ausmacht, einfach dieser Stolz auf die Inseln, diese Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, und das zieht sich so durch den ganzen Urlaub auch hindurch. Also die sind zwar sehr gut organisiert, trotzdem aber so karibisch, entspannt und gelassen, und das merkst du einfach. Also bis nach einem Tag bist du schon richtig angekommen im Urlaub und spürst halt wirklich diese Lebensfreude, diese Herzlichkeit. Ja. Silke, vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Das sage ich übrigens, glaube ich, in jedem Podcast. Ja. Es ist so, man fällt da so rein. Aber ich habe es richtig verstanden. Im Prinzip kann man die Cayman Islands auch als etwas verstehen, was wirklich ein individuelles Ziel ist im Vergleich zu anderen karibischen Inseln. Also sprich, ich reise viel rum auf den Inseln. Auf, ne? Das heißt, Fall. Ich gehe wirklich in ein Restaurant auf einer anderen Seite der Insel. Ich gucke mir einen anderen, mache einen Ausflug woanders, nehme mir einen Mietwagen und liege nicht die ganze Zeit in einem Club sozusagen am Strand, sondern bereise wirklich die Inseln. Ne? Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja. Super. Aber genau ist das, was die Cayman Islands ausmacht. Also es wäre fatal, es nicht zu tun. Super.
Also, ich habe viel gelernt über die Caymans. Ganz toll, wirklich, was uns Silke erzählt hat, finde ich. Und viele neue Informationen und vielleicht wirklich mal was anderes, wenn man in die Karibik möchte. Und das möchte ich auf jeden Fall bald tun und möchte hinreisen. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Inspirationen. Lasst uns gerne mal Kommentare da. Wart ihr schon mal auf den Cayman Islands? Schreibt es gerne unten rein. Wart ihr schon mal auf anderen karibischen Inseln? Wie möchtet ihr die Cayman Islands mal kennenlernen? Also was ist also wirklich das, was ihr damit vielleicht auch verbindet? Außer steuerliche Vorteile vielleicht. liked uns auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen und unser Video gerne. Und bitte unbedingt abonnieren. Das ist ganz wichtig. Dann bleibt ihr nämlich auf dem Laufenden über viele Destinationen und Insider-Tipps, die wir euch in Zukunft noch geben werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unseren nächsten Podcast und bis bald.